and Gentlemen, so ähnlich wie es bei uns im Sommer auf den Straßen zugeht, so geht's im Winter auf den Skipisten zu. Sie horchen am Meer, hören nun einen Original Tiroler Skikurse für eine amerikanische Lady. Ein Fräulein traf ich neulich an, aus Memphis, Tennessee. Sie wog rund 100 Kilogramm und kaufte sich zwei Ski. Dann sagte sie, go on my boy, bring mir das Wedeln bei. Sie glaubte wohl, dass dies recht gut für ihre Fetten sei. Hallo, Lady, good morning, komm her da zu mir. Dann werden wir den Wedlerei da schon erbocken, so. Teiflisch füllen müsse halt, öftern wird schon gehen. Bergschiefer, den Ohren ein wenig zurück, Hüftknick. Ja, so ist gut. Okay, gut. Aber stell nicht so in Scheiße raus. Wir schwebten mit dem Lift hinauf, ja, das vergess ich nie. Drauf schnallt ich ihr die Brettel an, dem Has aus Tennessee. Doch kaum tat sie den ersten Schritt, da ging's mit ihr dahin. Sie rumpelte den Hang hinab wie eine Fleischlawin. Bleib bei mir da, du Lady. Nachdem mach noch einmal das Gleiche, so. Talschiebelastung, die Füße zusammen beim Skifahren. Du hast ja sonst ein Spür, wie du jetzt da Verkehrsbetriebe. Und wenn's zu schnell geht, dann mach ich's eben gar wie Buckis Faltel. Stecken zwischen die Grieten zum Bremsen, so. Einem großen Haufen Schnee verschwand sie bis zum Grund. Ich scharrte sie mit Mühe aus wie ein Lawinenhund. Sie beutelt sich den Schnee vom Kopf und konnte wieder sehen. Da schrie das Weib aus Tennessee: Ach Darling, das war schön. Na, Lady, leg die dich nicht jetzt schon nieder. Denn jetzt wird's ja mehr anstrengend, so. Wir lernen jetzt die Stämmen, verstehst du? Stemming. Please, what is Stemming? Ein Stemming ist eine Kurve oder ein teuflischer Reibe. Mit Schnollenschuh an die Füße. Oh, please, what is Schnalle? Eine Schnalle? Ja, eine Schnalle, ja. Eine Schnalle ist etwas, so. Da ist man oft dann gleich rein, aber dann ist zu, so. Nun brachte ich ihr das Stemmen bei, vergeblich war die Mühe. Zu wuchtig war ihr Hinterteil, zu schwach jedoch die Knie. Sie rutschte Stück für Stück hinab, auf Hintern, Bauch und Knie. Bald war sie bis zum Nabel nass, die Miss aus Tennessee. Yo, Lady, das ist echt keine Schwimmingbowle. Aber wenigstens bist du jetzt fein angewaschen, so. Das ist aber auch der einzige Vorteil von solchen im Skikurse. Weil mit deiner Schneemandelfigur wärst du nie einen echten Preis der Bock. Zumindest beim Skifahren. Ich glaubte sie vom Boden auf rund 150 Mal. Sie lachte, oh, wie bist du stark? Da schrie ich voller Qual. Hallo, my baby, ich verschwind, das Skifahren lernst du nie. Verbrenn die Britteln und hau ab nach Memphis, Tennessee. Nach Memphis, Tennessee. Skifahren.